Okay, also ich höre schon mal Mönche. Da. Wo kommt ihr jetzt her? Sind bestimmt gespawnt, weil ich den ersten Schnellkühlschlüssel habe. Was anderes kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Muss der zweite hin? Da ist der zweite hin. Genau, schießt euch gegen. Oh oh. Seid ich ab, das wäre super. Aber die wollten uns nur einkesseln, die fiesen Möps. So. Blitzstrahl, Feuerball, Breitseite. Zauber. Wir haben nie irgendwas dabei, ja? Licht. Und hier irgendwo war ein Gebiet, wo wir noch nicht waren. Genau da, hinter der Fallgrube. Das macht Sinn. Kommen wir von der anderen Seite daran? Ja, kann man. Also jedenfalls laut Karte. Kein Schalter. Doch. Ja, ist wieder irgendwo irgendwas aufgegangen. Das hier wahrscheinlich. Hier. Nein. Das ist eine Nachricht, dass er Essen sucht. Der Schlüssel für den Schrein. Ne? Ach, das war das unten, dass wir das Biest hervorlocken sollen. Das ist auch was Altes. Dann war es vielleicht doch nicht das, was ich dachte, was es war. Das hier, drückt jetzt nochmal den Knopf. Kann ihm hoffentlich ausweichen. Der Strahl. Ja, das ist immer noch offen. Also jetzt nicht die Stelle gewesen sein. Okay, Mönch umbringen. Dann gucken, was mit dem Knopf auf sich hat. Während er hier noch rumläuft, sollten wir das nicht unbedingt machen. Na, schöne Treffer. Feuerball und kaputt. So, also wir haben den Knopf zweimal gedrückt. Das heißt, es dürfte jetzt wieder zu sein. Ja, wo laufe ich denn mal hin? Ich laufe jetzt mal nach oben, also in die Richtung. Wird irgendwie leiser. Na gut, gucken wir mal hier kurz rum. Ob es irgendwo hier ist. Nichts Auffälliges. Und hier war der Schlüssel. Okay. Jetzt müsste ich richtig sein, richtig? Hier rechts rein? Jo, sehr schön. So, Tür zu. Knall, Tür ist zu. Jetzt gehen wir mal nach da. Wird noch viel leiser. Und hier hinter sind noch mehr Mönche. So, also Tür ist jetzt offen. Jetzt geht sie wieder zu. Hier ist doch nicht so wirklich viel Platz, höchstens hier. Also jetzt gehen wir einmal außen rum. Es muss hier irgendwo gewesen sein. Guck mal einfach hier weiter. Aber das ist schon viel zu weit. Hier hätten wir nichts gehört, wenn es hier gewesen wäre. Du kannst mal mit. Komisch. Und ich wollte jetzt eigentlich nicht eine ganze Folge damit verbringen, herauszufinden, wo das Secret ist. Aber es nagt jetzt doch ein wenig an mir. Also da schon mal ein Knopf. Knopf westlich. Ja.
Und ich gehe jetzt hier rechts an der Wand lang. Da war die Notiz. Hier ist auch kein weiterer Knopf. Nö. Da ist der Knopf, den wir drücken. Und von da aus hören wir es auch noch. Da sind die ganzen anderen Mönche. Dann muss das ja doch in der Mitte irgendwo sein. Also es ist ja nicht zwangsweise so, dass Wände immer nur außen an den Wänden aufgehen können. Die können ja auch den kleinen Knubbeln hier aufgehen. Also irgendwo da drin zum Beispiel. Oh, das wäre übrigens eine richtig gute Ecke, fällt mir gerade auf. Weil es man von hier auf jeden Fall hören könnte. Ja, okay. Also. Na. Hier unten ist eine schlechte Ecke zum Hören. Hier hoch. Jo. Obwohl, vielleicht erstmal ganz kurz schlafen. Denn sobald wir den Raum gefunden haben, den der Knopf aufgemacht hat, müssen wir die Tür öffnen. Und hinter der Tür waren definitiv ein, zwei Mönche. Und da bräuchten wir schon so mindestens 80% Energie. Den Rest regenerieren wir beim Rumlaufen und Rumsuchen. So, rum, 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 rum. Da hinten. Also durch die Tür und dann hier ungefähr in dem Bereich. Oh, ah. Kannst du doch nicht machen. Einfach so auftauchen. Aber es ist ein gutes Zeichen. Jo, definitiv ein gutes. Was funkelt denn da so rot? So, ist das die Nachricht, die wir weggeschmissen haben? Ah, das ist die Torum-Notiz. Das ist das Torum-Grab. Okay. Endlich. Ich habe einen Stash von Supplies gefunden. Aber sobald ich hier ankam, schloss ich die Tür hinter mir. Ich bin nicht besonders zuversichtlich. Ich denke, ich weiß, wie die Regeln des Dungeons funktionieren. Ah ne, ich dachte, ich wüsste, wie die Regeln des Dungeons funktionieren. Und da lag er wohl falsch. So, ein Phalanxhelm, den wir nicht mehr brauchen, denke ich. Plus 6. Plus 12. Nö, brauchen wir nicht mehr. Ein Hearthstone Bracelet. Schneller angreifen. Aber auch schneller angreifen ist wichtiger als ein bisschen Lebensregeneration. Ein zerfledderter Umhang. Eine Doromaxt. Die wir nicht benutzen können. Die aber 100 Gold wert ist. Dafür haben wir aber nicht wirklich Gewicht über. Nö, niemand. Oh, du solltest was essen. Drachensteak. So. Jo, du bleibst leider auch hier. Meine Tinte läuft langsam trocken. Und ich hatte kein Krümel zu essen in Tagen. Ich kann sie hinter den Mauern wispern hören. Sie wussten, dass ich nicht auf ihrer Seite bin. Ich bin zu schwach zum Gehen. Ich bin gefangen. Wenn ich doch nur... Riri? Ich glaube, er will sagen, mich erinnern. If I could only remember. Was haben wir da? Remains of Torum. Nope. Warum seid ihr jetzt rot gefunkelt? Warum geht die Mauer nicht zu? Fragen befragen. Wir hätten trotzdem gerne einen blauen Kristall. Nachdem wir das da geöffnet haben. Also links rum. Und in die Richtung halten. Schon mal Zaubersprüche vorbei. Ah, nicht darunter springen. Und dich. Und da sind Dinos hinter. Ich hätte schwören können, ich hätte das letzte Mal da Mönche gehört. Aber kann ja auch ruhig beides sein, ne? Oh, du hältst ganz schön was aus. Na komm. Erstmal Nahkämpfer. Du hältst richtig viel aus. Was zur Hölle? Da haben wir jetzt einmal den einen angeschlagen, aber den anderen. Jo, da stehst du super.
schwaches Vieh. So. Einigermaßen ruhig ist es ja. Nicht schon wieder das dunkle Loch fallen. Nope. Apropos dunkel, das Licht geht aus. Du, mach mal Licht. Blitzstrahl. Uah, Feuerball. Und was zu essen. Sehr schön. Nee. Jemand Hunger? Nee, aber er kann es tragen. So. Ganz kurz mal reingucken. Was bist denn du? So ein Pfeil. Noch ein Kraut. Okay. Hier ist doch bestimmt irgendwo ein Schalter. Könnt ihr mir nicht sagen. Einfach nur ein Raum mit zwei Dinos drin. Also offensichtlich erscheint hier schon mal nicht zu sein. Und auch nicht dieses kleine komische Symbol. Also vielleicht was Neues. Oder es war echt nur ein Raum mit Dinos drin. Könnte ja auch mal vorkommen. Testweise mal Licht an- und ausmachen. Kennt man ja auch noch aus Dungeon Master, dass manche Räume nur sich richtig öffnen, wenn es dunkel ist oder hell. Richtig schönes Feature übrigens, wenn man denkt, dass das Spiel jetzt schon 30 Jahre alt ist. Aber nö, das war nur ein Raum mit Dinos drin. Das heißt, uns fehlt immer noch ein Schnörkelschlüssel. Was jetzt nicht so schön. Vielleicht kriegen wir einen, wenn wir Toro wiederbeleben. Aber dazu müssten wir nach ganz oben laufen, was nicht ganz so viel Sinn macht. Oh. Oder du hast den Schnörkelschlüssel dabei. Warum triffst du uns hier um die Ecke? So. Jetzt war es das aber. Zip, 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 zip. Nö, da ist noch einer. Na komm her. Die verhalten sich ähnlich wie die Feuerelementare. Die gehen auch immer kurz in Deckung. Genau. Gibst du, du bist ein Feuerelementar. Oh. Und schon wieder. Komm, stell dich mal da drauf. Nö, er ist irgendwie klüger als wir. Okay, vielleicht nicht ganz. So. Schlaf ist auch langsam wieder angebracht. Also Schnörkelschlüssel Nummer 1. Klick. Ja. Also wir haben entweder irgendwas übersehen. Da in dem kleinen Fitzelchen, was nur ein Raum, also ein Teil sein wird. Oder hier unten eine Transmutationskammer. Da könnten wir vielleicht auch noch weiter, aber bin ich mir nicht sicher. Gehen wir einfach mal in die Richtung. Hoffen, dass kein Mönch kommt. Oh. Oh. Oh, okay. Das war ja mal schick. War das eine sinnvolle Abkürzung? Oh ja, es war eine richtig sinnvolle Abkürzung. Sonst hätten wir da ganz außen rumwuseln müssen. Sehr schön. Klick. Und wir hören einen Seufzer der Erleichterung. Der Seufzer hat keinen Schlüssel dagelassen. Macht irgendwie Sinn, aber ist trotzdem schade. So, also ganz kurz oben dieses Transmigrationsdingens gucken. Hätten wir Turm auch da reinlegen können. Dann wäre ein Osterhase draus geworden oder so. Sonst haben wir nicht wirklich irgendwas Außergewöhnliches, Questartiges dabei. Nö. Also irgendwas da reinlegen, es wird verändert und das, was verändert wurde, kommt dann da rein. Nur was? Hier war auch keine Hinweisschriftrolle, oder? Die Schriftrollen, die hier sind, hatten wir aussortiert. Genau, irgendwelche Torum-Notizen.
Also wir hatten es schon mal mit random Sachen ausprobiert, aber das war wirklich random. Nehmen wir das Ding hier. Lass die Tür mal offen. Schätze. Wir können einfach ganz viele Sachen reinlegen. Wenn das Richtige dabei ist, wird es transmutiert. Oh, ein Drachenstick. Nee, das muss wirklich irgendwas sein, was wirklich hierfür gemacht wurde. Also irgendein... Oh, wir hatten so einen komischen Trank, der anders aussah. Dieser Sulfurius. Genau, du da. Warum bist du jetzt überladen? So. Nö, ist immer noch ein Sulfurius-Trank. Gib mal das Team da. Nö, hier ist also auch nichts. Das heißt, es bleibt nur noch das hier unten. Das Ding kriegen wir nicht auf, wenn wir nicht wissen, wo der Knopf dafür ist. Wo ist diese rote Kugel? Die war ganz da hinten. Oh. Oh. Das könnte es sein. Wir hatten ja hier die rote Kugel, die die Seiten aufmacht. Vielleicht müssen wir die rote Kugel mitnehmen, wenn das denn überhaupt geht. Und da ein Transmutationsdingens reinschmeißen. Wie kamen wir dahin? Teleporter, ne? Ne, runter will ich nicht. Da ist der blaue Kristall. Da ist der Teleporter. So, also nach unten und den roten Dingen suchen. Der müsste eigentlich in einer Nischen. Ah ne, hier drauf liegt er. Klick. Roter Edelstein. Komm mal mit, roter Edelstein. Eigentlich wäre es auch mal richtig schick, wenn man für so ein Rätsel ganz weit zurücklaufen müsste. Also zum Beispiel die Augen rauspulen aus dem Ogre Crossing Rätsel. Auch wenn das nicht wirklich weit zurück ist, aber ja. Solche Sachen. Ebenenübergreifende Rätsel. Habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen. Aber ja, immer noch eine nette Idee. Transmutation Chamber. Klick. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Au. Wow, wow, wow. Deswegen soll man die Tür zumachen, ne? Das scheint zu funktionieren. Tödlich grüner Edelstein. Tödlich grün ist falsch. Oh, kann man da was reinlegen? Nee, das ist keine Druckplatte. Okay. Tödlich grüner Edelstein. Funkelpower. Rot, grün, blau. Tödlich blauer Edelstein. Ja, richtig. Blau war richtig. Eine Wurfaxt. Und ein Helm auf Wähler. Schöne Sache. Du kannst weg. Fehlen noch die Schuhe. Und den tödlich blauen hätte ich gerne nochmal umgewandelt. In. Tödlich rot. Weil der Originalstein ja rot war. Vielleicht können wir damit jetzt noch mehr Unsinn anrichten irgendwo. Ich wüsste nur nicht wo. Wegen der Tür hier wahrscheinlich. Weil es ja schön und gut, dass wir jetzt ein Secret gefunden haben. Nee. Aber eigentlich wollte ich ja einen Schnörkelschlüssel finden. Okay, ich speichere jetzt ab und in der nächsten Folge suchen wir eine Nische, wo wir diesen tödlich roten Edelstein reintun können, um hoffentlich die Tür jetzt hier zu öffnen. Also, bis gleich.